Haben wir das schon gemacht? Das haben wir schon, okay. Oh, wie geil das mit dem Regen auf dem Boden ist und so alles. Entschuldigt bitte, aber das ist so geil. Die arme Frau. Wo waren denn die anderen Sabotage-Ding? Huch, was war das denn? Da war gerade ein Geist, habt ihr gesehen? Rette den Burger. Den Burger. Hallo Burger. Kann ich den looten? Kann ich sogar, cool. Sehr schön. So. Die Drohne geht mir auf den Sack, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass... Soll ich dir was sagen, was ich von dem Seeker halte? Den zerstöre ich gleich. Weil er mir jetzt gerade tierisch auf Eier geht mit seiner Rumpfliegerei hier. Der scheint auch schon kaputt zu sein, ne? Der Seeker, so wie es aussieht. Weil der qualmt schon. Okay, der ist auch weggeflogen, so wie es aussieht. Aber hier waren irgendwo noch Sabot... Ah, hier. Was, Hände über den Kopf? Ich glaube, es sind zwischendurch auch so Nebenmissionen mit diesem Bürger retten und so. Also die Burger. Die Burger. Die müssen wir zerstören, die Tanks. Das heißt, wir müssen hier rein irgendwie. Dazu müssen wir aber erst die Kamera da oben ausschalten. Rette den Burger, okay. Mist, da sind zwei. Verdammt. Da kann ich nichts machen. Diese Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt einzutreten. Ach du Scheiße. Wow! Ach du Scheiße. Ja, ja, ist klar. Ich habe aber keine Zeit für Rekruten. Ich werde gerade verfolgt. Na, kletter doch da hoch. Erstmal wieder verstecken im Klo. Arbeitstransport zum Sperrgebiet über Lombard und Old Town fährt in 15 Minuten ab. Ich werde nicht einfach umsetzen. Okay. Ich würde mal interessieren, ob wir einfach da Bomben drüber werfen können, über den Zaun, ob das schon reicht. Weil dann brauchen wir die Tür eigentlich nicht aufbrechen. Würde mich mal brennend interessieren. Alter, was? Willst du verarschen? Du Drecksau. Ich bin gleich tot. Was? Hallo? Wie abschütteln? Ich hab doch abgeschüttelt. Um mich zu verstecken. Bitte bleiben Sie ruhig. Terroristische Aktivität in diesem Bereich. Das gibt's doch gar nicht, wie schwer das ist. Ist ja der Wahnsinn. Kann ich jetzt da rein? Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ein bisschen warten wieder. So. Jetzt wäre... CCTV-Wartungsteam an Sektor 12. Wo ist denn der eine? Weil ich sehe, oder ist der oben? Der steht bestimmt oben. Mich würde mal brennend was interessieren. Warte mal. Jawohl, das hat schon gereicht. Sehr schön. Geil, das hat funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die Idee war gar nicht mal so doof, über den Zaun einfach zu ballern. Naja, egal. Haben wir halt Alarm ausgelöst, aber egal. Wir versuchen irgendwie zu entkommen. Kletter darüber! Scheiße, fuck, die wissen, wo wir sind. Bitte bleiben Sie ruhig. Es gab eine schwerwiegende
Boah, das war knapp. Das war so gerade eben, war das noch knapp. Alter Schwede. Hua. Das hätte jetzt natürlich auch ins Auge gehen können. Aber gut. Verdammt. Das hätte jetzt echt tierisch ins Auge gehen können, aber mein Gott. Wir haben es noch so gerade eben geschafft. Was? Hat mich die dämliche Kamera doch gesehen? Ich glaube, das von einer Mülltonne in die nächste. Naja. So. Schauen wir mal eben schnell auf die Karte. Wir schlagen uns bis jetzt ganz, ganz gut. Bis auf, wie gesagt, ich komme hier irgendwie nicht dran. Verlassenes Pfarrerhaus, sichere Operationsbasis. Da kommen wir irgendwie nicht dran. Ich glaube, wir gehen mal Richtung Hauptmission. Hier können wir noch was sabotieren. Schau mal eben, was das ist. Da ist aber eine Kamera. Na, duck dich doch. So. Okay, die sind aufmerksam. Ist aber nicht so schlimm, denn ich bewege mich mal hier weg. Und werde dann oben übers Geländer langlaufen. So. Friedenswächter könnten ihre Hilfe benötigen. Verstehe ich nicht. Bitte bleiben Sie ruhig. Es gab eine Willows Hamburgers. Geil. Gibt's jetzt leckere Hamburger? Wo ist denn die... Okay. Ich muss mal auf die Karte nochmal schauen, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Hauptmission ist. Die muss ich mir mal markieren. Ah, hier. Es gab eine schwerwiegende Störung. Ein Ermittlungsteam der Terroristen. Bedrohungsstufe hoch. Ich brauche unbedingt dieses Guerilla-Werkzeug, ganz ehrlich. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe hoch. Fuck, wir müssen da hinten hin. Und hier links steht einer und rechts steht einer. Und links, der steht bestimmt mit dem Gesicht zu uns. Naja, das war so klar. Gott sei Dank. Ich dachte, der wäre mit einem Schuss tot, aber ich glaube, der hatte auch einen Helm auf, deswegen hat das nicht geklappt sofort. Boah, ist das... Alter, wie geil mit dem Spiegeln und so. Das ist schon krass. Oh. Fuck. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich Besuch. Okay, wir müssen hier echt vorsichtig vorgehen. Nein, das ist nicht unsere Hauptmission. Ich werde mal eben die Hauptquest auswählen. Im Hauptmenü. Genau, diese Mission verfolgen. Hacke den KVE-Sendeempfänger. Gute Arbeit, Brady. Handlungen wie diese bringen uns mehr Rekruten. Augenblick zu! Alle reden sich etwas über eine So, war ich nicht. War ich nicht, ihr habt nichts gesehen. Da war gerade ein Gegner hinter mir. Er hat mich aber Gott sei Dank ignoriert. Bleiben Sie ruhig. Es gab einen Vorfall in Ihrem Bereich. Friedenswächter werden sich der Sache in Kürze... Boah, ist das Safe House? Mach mal die Tür auf, ich bin's Mutti. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe innere Blutungen oder so. Hallo, meine Freunde.
Das sieht aber nicht gut aus. Ganz ruhig, Kumpel. Ich möchte steril bleiben. Ja, ja. Bleib doch mal steril. Steril. Okay, wir müssen nach oben. Ich hoffe, das ist hier. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Oh, hier ist ein Radio. Sehr schön. Dann können wir das schon mal finden. Oder haben wir das schon gefunden? 5 von 5, sehr geil. Oh, hier schlafen Leute. Lassen wir die mal schlafen. Aber Hauptsache, wir machen erstmal das Radio an, natürlich. Oh, wir können ja auch wenn schlafen. Wenn euch danach ist, dem Widerstand eure Solidarität zu zeigen. Wie cool. Dann könnt ihr bei eurer Kleidung anfangen. Der Widerstand nutzt die Farbe Blau als Symbol der Freiheit. Blaue Schals, blaue Sprühfarbe, blaue Leuchtfeuer, die in den Himmel geschossen werden. Sie sind schwer zu verfehlen. Also, warum schließt ihr euch ihnen nicht an? Tragt Blau. So, wir müssen ja immer noch zum Sendeempfänger, ne? Der Sendeempfänger ist oben. Wie komme ich denn nach oben? Das ist, glaube ich, nicht hier. Aber schön, dass wir mal kurz hier waren. Natürlich super. Und jetzt ist es Nacht, ne? Ja, klar. Wir haben natürlich bis zur Nacht geschlafen. Ach du Scheiße. Irgendwie in das Gebäude hier rein. Guck mal da. Boah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob wir hier alleine sind. Auf dem richtigen Weg sind wir schon mal. Und hier ist auch schon der Sendeempfänger. Sehr geil. So, dann wollen wir mal. Stillgelegtes Lager aus Aussichtsposten erreicht. So, dann plöppen jetzt erstmal ein paar Symbole wieder auf, ne? Oder? Klick, 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 klick. Das ist ja der Hauptsendeempfänger. Ich glaube, den muss man immer erst machen. Um eine Revolution zu starten, muss man gewöhnliche Menschen davon überzeugen, zu kämpfen. Die Karte zeigt, wie stark du den Bezirk dazu inspiriert hast, sich aufzulehnen. Sowie 5 unterschiedliche Kategorien von Handlungen, die zu deiner Gesamtsumme zählen. Das sind Wachposten, die erobert werden müssen, Stimme der Freiheit, wo du Radios auf den Sender des Widerstands umstellst, Sabotage, wo du die Infrastruktur der KVA zerstörst, Befreiungen, wie das Retten von Bewohnern vor Polizeibrutalität und schließlich das Zerstören der APCs, die die Straßen patrouillieren. Zusätzlich zum Bewegen der Herzen und Gedanken gewinnst du KVA-Tech-Punkte, mit denen du Waffenumwandlungen, Einsatzmethoden von Guerilla-Werkzeugen und neue Kit-Gegenstände kaufen kannst. Sobald Herzen und Gedanken 100% erreicht haben, kannst du die Übertragung der Widerstandspropaganda im ganzen Bezirk starten. Das wird die Leute veranlassen, sich aufzulehnen. Und du erhältst Zugang zu den Schlüsselstützpunkten der KVA im Bezirk. Sehr schön. Hey Brady, also hier spricht Ned. Gute Arbeit bei der Besorgung der Informationen über den Distrikt. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Du siehst die Polizeistation, in der sie meine Jungs festhalten, aber momentan können wir keine Rettungsmission starten, da die Norks die totale Kontrolle haben. Das müssen wir ändern. Wir müssen die Leute auf unsere Seite bringen. Versuche in ihren Herzen und Gedanken etwas zu bewegen. Wenn wir sie für uns gewinnen können, haben wir eine Chance. Und sobald wir Informationen zu Walker haben, können wir loslegen. Ich muss zum Waffenlager zurück, bevor es noch von irgendeinem Idioten in die Luft gesprengt wird. Aber ich melde mich wieder. Viel Glück, Brady. Ich schaue immer noch gerade wegen diesem Guerilla-Werkzeug, aber geh zum Haus mit dem Tunneleingang zurück. Von dort aus kannst du das Signal geben und eine Nachricht im ganzen Distrikt ausstrahlen, um die Leute wach zu rütteln. Brady, hier spricht Ned. Es funktioniert. Die Leute stellen sich auf unsere Seite. Mach so weiter, Brady. Wir müssen für Chaos sorgen, damit wir in dieser ganzen Verwirrung meine Jungs retten können. Ja, ist klar, weil ich jetzt schon die ganze Zeit diese Mission gemacht habe, obwohl wir erst hätten diesen Satelliten Brady, hier hacken müssen. Ned. Ich habe gehört, was du und Ned macht.
Ihr sorgt hier in Earlston für Unruhen. Denkst du jemals an die Konsequenzen? Menschen werden sterben, Brady. Die KVA macht da keinen Unterschied. Sie werden alles Nötige tun, um die Unruhen zu beenden. Du hast kein Recht, Unschuldige in Gefahr zu bringen. Egal aus welchem Grund. Dazu hast du kein Recht. Ja, ja. Seid ihr jetzt fertig? So. Brady, hier spricht Ned. Du machst das großartig. Ich habe gehört, dass Doc Burnett mit uns nicht glücklich ist, aber wir dürfen uns jetzt nicht ablenken lassen. Walker ist zu wichtig. Mach so weiter, Brady. Sobald wir die Norks zu ihren Stützpunkten zurückgedrängt haben, können wir die Polizeistation angreifen und meine Leute retten. Mach einfach weiter. Okay, das werden wir tun. Darf ich jetzt... Ist jetzt gut mit Anrufe. Ich hasse telefonieren. So. Und zwar würde ich sagen, bei Kleidung finde ich ganz geil hier den Tarnkappenpullover oder Tarnkapuzenpullover. Es dauert 60% länger, bis man entdeckt wird, solange man sich nicht bewegt. Ja gut, solange man sich nicht bewegt, ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft, ne? 15% schnelles Nachladen der Waffen verdoppelt die Wertsachenkapazität des Rucksackes. Das machen wir jetzt mal. Da können wir ein paar mehr Wertsachen mitnehmen. Taschendieb, Feinde werden beim Takedown automatisch ausgeraubt oder rutschen. Erhöht die Tragkapazität der Gesundheitskits um 2. Ja, lassen wir das mal. Machen wir später. Weil ich würde gerne auch ein bisschen Geld sparen für den Waffenausbau. So, jetzt haben wir ein bisschen was zu lesen hier. SMS, so, von Parrish. So, je mehr Stützpunkte der KVA wieder einnehmen, desto besser. Je weniger sie die roten Zonen kontrollieren können, desto mehr Raum haben wir. Der Widerstand braucht mehr Leute wie dich, Brady. Leute, die keine Angst haben zu tun, was getan werden muss und die verstehen, wofür wir kämpfen. Nimm den Finger weg. Moore. Ich weiß, dass das alles noch ziemlich neu ist für dich, also versuche den KVA-Patrouillen aus dem Weg zu gehen. Je weniger sie uns sehen, desto besser. Gute Arbeit beim Hacken des Sendeempfängers. Jetzt können wir ihr geliebtes Apex-Netzwerk gegen sie einsetzen. So. Dann, der wird da unten ja weg sein, der geht mal, ne? Genau. Jetzt schaue ich mal auf die Karte. So, wir haben natürlich schon ein paar Sachen gemacht hier, wie das Radio und so. Wir haben 5 von 5 Radios. Wir müssen jetzt noch diese Mission hier noch machen. Ich glaube, die Mission müssen wir noch machen. Ich habe extra diese Punkte dafür. Wir können die Mission machen. Aber damit wir den Widerstand bewegen können, wir müssen noch 2 Fahrzeuge zerstören. Und 2 Missionen und ein Ausrufezeichen noch machen. Wie cool. Dann haben wir schon soweit alles. Wie geil ist das denn? Weil ich schon so gut vorgearbeitet habe. Protestieren ist ein Verbrechen. Ich brauche keine Missionsinformationen, sondern ich weiß direkt, was ich tun muss. Warte mal, hier ist noch Sabotage, ne? Das haben wir ja, glaube ich, auch schon fertig. Ich mache aber trotzdem noch einmal. Yeah. So. Bürger von Philadelphia, bitte gehen Sie auseinander und kehren Sie friedlich in Ihre Häuser zurück. So. Höre den KVA... Was? Hindere den KVA daran, das Haus zu stürmen. Warte. Das kriege ich hin. Alle Bürger aufgepasst. Kehren Sie ruhig. Weiter, Sir Brady. Wir bekommen noch mehr Leute auf unserer Seite. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg, 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 ich muss weg. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und melden Sie alles Verdächtige. Ein Versteck wäre mal ganz geil. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Aua, lass das. Ja, ich versuche zu verschwinden. So. Es gab einen schwierigen Okay, sie suchen noch. Ich bleibe noch ein bisschen hier drin in meinem Müllcontainer. So. Mist, da kommt jetzt jemand. Kann man den hier rein takedown? Das wäre cool. Das wäre richtig geil. Gewalt wird zum Einsatz kommen.
Ciao. Du brauchst keine Hilfe. Was geht? Hast du... Geht das auch? Das geht auch. Entschuldigung, ich wollte es mal ausprobieren. Ob das wirklich geht. Ich habe jetzt aus Versehen habe ich das Opfer. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es war aus Versehen. So, wie komme ich denn... Nee, ins Haus will ich nicht. Ich will wieder dahin, wo ich gerade war. Wie komme ich denn... Ah, hier lang war das, ne? Aber da unten hinten laufen die Affen. Achtung, Angriffen auf Friedenswächter. Ciao. Räumen Sie die Straße. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Spring da hoch. Alter, uah. Lass mich. So, erstmal verstecken.